Im Vergleich zu früher hat der Weg durch die Schule heute viele Verzweigungen. Viele Möglichkeiten stehen offen und bieten allen eine Chance. Um die Chancen zu nutzen, ist es aber wichtig, dass man den Überblick hat. Verschaffen wir uns also erst einmal eine Übersicht, wo Ihr Kind jetzt steht und was in den nächsten Jahren passiert. Mit 4 oder 5 Jahren besuchten die Kleinen zum ersten Mal den Kindergarten. Zwei Jahre lang haben sie spielerisch gelernt. Sie fingen an, sich wohlzufühlen im Schulbetrieb. Wie haben sie sich gefreut, als sie endlich auch zu den Schüler und Schülerinnen gehörten? Der Schuleintritt ist gleichzeitig der Eintritt in die Primarstufe. Zur Primarstufe gehören alle Klassen von der 1. bis zur 6. Neben den normalen Klassen für die meisten Kinder, den sogenannten Regelklassen, gibt es auch noch einige wenige besondere Klassen für Kinder, die so speziell gefördert werden. Fast alle Kinder besuchen die Regelklassen, auch wenn sie vielleicht nicht gut laufen oder nicht gut rechnen können. Dafür ist jemand da, der ihnen hilft, auch so zurechtzukommen. Die ersten 3 Jahre sind schnell vorbei. In der 3. Klasse ändern sich dann ein paar Sachen. Die Beurteilung mit Noten und die erste Fremdsprache kommen dazu. Die 4. Klasse kommt. Ein Jahr später, in der 5. Klasse, beginnt die Beobachtungsphase für den Übertritt in die Oberstufe. Während der ganzen 5. Klasse und im ersten halben Jahr der 6. Klasse werden die Kinder besonders beobachtet, um sie anschließend ins Real- und Sekundarniveau einteilen zu können. Der Entscheid, wer in welchem Fach welches Niveau besucht, kommt nach dem ersten halben Jahr der 6. Klasse. Für die 3 Hauptfächer Deutsch, Französisch und Mathematik wird einzeln bestimmt, auf welchem Niveau der Unterricht dem Kind am besten entspricht. Auf dem Realschulniveau geht es etwas langsamer vorwärts als auf Sekundarschulniveau. Je nach Fächerniveau werden die Kinder in 2 Gruppen eingeteilt. Wer mindestens 2 der 3 Fächer auf Sekundarschulniveau besucht, wird als Sekundarschüler oder Sekundarschülerin bezeichnet. Wer 2 oder 3 Fächer auf Realschulniveau besucht, wird als Realschüler oder Realschülerin bezeichnet. Mit dem Wechsel in die 7. Klasse kommen die Kinder in die Sekundarstufe 1. Das hat nichts mit der früheren Sekundarschule zu tun. Mit der Sekundarstufe 1 ist einfach die 2. Hälfte der Volksschule, die 7. bis 9. Klasse, gemeint. In Bern gibt es verschiedene Modelle, wie in der Sekundarstufe 1 die verschiedenen Niveaus unterrichtet werden. In den meisten Schulhäusern sind die Klassen getrennt. Das heißt, in einer Klasse sind alle Sekundarschüler und Sekundarschülerinnen, in der anderen Klasse alle Realschüler und Realschülerinnen. In beiden Klassen hat es aber Kinder, die ein einzelnes Fach auf dem anderen Niveau besuchen. Also zum Beispiel solche, die in der Realklasse sind, aber Mathematik auf Sekundarschulniveau besuchen. Oder Sekundarschüler und Sekundarschülerinnen, die in Französisch das Realniveau besuchen. Damit das funktioniert, haben die beiden Klassen immer zur gleichen Zeit Deutsch und Französisch und Mathematik. Und wer dann für das jeweilige Fach gerade im falschen Zimmer sitzt, wechselt einfach über den Gang in die andere Klasse und besucht dort die Lektion auf entsprechendem Niveau. Die Einteilung in die Niveaus ist nicht endgültig, weder für die eine noch für die andere Klasse.
Ab der 7. Klasse gibt es jedes halbe Jahr einen Beurteilungsbericht mit Noten. Wenn hier sichtbar wird, dass das Kind den Anforderungen nicht gewachsen ist, muss es in die andere Klasse wechseln. Umgekehrt ist das aber auch möglich. Wer in der Realklasse ist und besonders gute Leistungen erbringt, kann auch am Ende des 7. Schuljahrs noch in die Sekundarklasse wechseln. In der 8. Klasse beginnt die Berufswahl. Kinder, die jetzt schon wissen, dass sie das Gymnasium besuchen möchten, können versuchen, bereits das 9. Schuljahr im Gymnasium zu machen. Die Lehrkräfte entscheiden, ob der Übertritt ins Gymnasium ihrer Ansicht nach sinnvoll ist. Wenn ja, empfehlen sie den Schüler oder die Schülerin für den prüfungsfreien Übertritt. Alle anderen können eine Aufnahmeprüfung machen. Im letzten Schuljahr geht es auch um die Wahl des passenden Berufs und der passenden Berufsausbildung. Heute kann jedes Kind eine berufliche Grundausbildung machen. Wenn die schulischen Leistungen für eine bestimmte Ausbildung nach der 9. Klasse noch nicht reichen, kann mit einem sogenannten Brückenangebot der Anschluss geschafft werden. Nach der beruflichen Grundausbildung gibt es heute in allen Berufen Weiterbildungsmöglichkeiten. Mit dieser Durchlässigkeit und dem späteren Wechsel des Niveaus hat man in den letzten 20 Jahren all jenen Rechnung getragen, die in der Volksschule nicht besonders erfolgreich waren und eigentlich viel mehr Potenzial gehabt hätten. Heute entscheidet sich die berufliche Zukunft also sicher nicht mehr beim Übertritt in die Sekundarstufe 1 und mit der Einteilung in Real- und Sekundarschülerinnen und Schüler. In der Stadt Bern werden die Kinder so weit als möglich integriert. Das heißt, es gibt nur wenige besondere Klassen, weder für Leistungsgruppen noch für Fremdsprachige. Mit verschiedenen Maßnahmen werden die Schülerinnen und Schüler fit gemacht, damit sie möglichst schnell in einer Regelklasse zur Schule gehen können. Schülerinnen und Schüler, die neu in Bern sind und nicht Deutsch sprechen, besuchen als erstes einen Intensivkurs. Das Ziel ist, dass sie möglichst schnell und gut integriert werden können. Die Kinder besuchen den Intensivkurs Deutsch während 10 Wochen, bis sie eine gute Chance haben, dem normalen Unterricht zu folgen. Damit sie in der Klasse nicht gleich wieder abgehängt werden oder die anderen Kinder auf sie warten müssen, besuchen sie den Sprachunterricht dann noch ein halbes Jahr weiter neben der Schule. Endlich Sommerferien. Am Ende des Schuljahres erhalten die Kinder Noten im Beurteilungsbericht. Mit den Noten wird die Sachkompetenz beurteilt. Pro Fach gibt es eine Note. Diese Note fasst alle Beurteilungen in dem Fach zusammen, nicht nur die Lernkontrollen. Die Note im Beurteilungsbericht entspricht nicht dem Durchschnitt aller Noten aus den Lernkontrollen. Die Note setzt sich aus verschiedenen Beobachtungen zusammen. Man nennt dies auch das Beurteilungsmosaik. In jedem Fach gibt es andere Teile, auf die man achtet und in die Bewertung mit einbezieht. So beurteilt man zum Beispiel im Fach Natur, Mensch, Mitwelt auch, wie der Schüler oder die Schülerin sich bei der selbstständigen Arbeit verhält. Das ist nämlich in der Naturwissenschaft genauso wichtig, wie zum Beispiel alle Körperteile der Biene auswendig zu lernen.
Neben diesen Kriterien, die in jedem Fach anders sein können, gibt es auch solche, die über alle Fächer hinweg immer mit berücksichtigt werden. Der individuelle Fortschritt des Kindes gehört dazu, aber auch wie viel es arbeitet und in welcher Qualität. Es reicht heute nicht mehr einfach, nur für die Lernkontrollen gut zu lernen, um eine gute Note zu haben. Die Lehrpersonen müssen die gesamte Arbeitsleistung des Kindes während der ganzen Zeit in der Schule in die Beurteilung mit einfließen lassen. Auf dem zweiten Blatt des Beurteilungsberichts beurteilt die Lehrerin oder der Lehrer das Arbeits- und Lernverhalten des Kindes. Diese Beurteilung ist heute wichtiger als früher. Die Beurteilung soll nicht nur festhalten, ob ein Kind gut rechnen, lesen und schreiben kann, sondern auch, wie es sich einsetzt, wie konzentriert und selbstständig es arbeiten kann. Für den Übertritt von der Primarstufe zur Sekundarstufe 1 sind diese Beurteilungen auch wichtig. Es gibt 2 Beurteilungen pro Jahr. Das Elterngespräch am Ende des ersten halben Jahres und den Beurteilungsbericht mit Noten am Ende des Schuljahres. In der 6. Klasse kommt nach dem ersten Halbjahr der Übertritt mit dem Übertrittsbericht, dem Übertrittsprotokoll und dem Übertrittsgespräch. Zum Ende des Schuljahres dann wieder der Beurteilungsbericht mit Noten. Von der 7. Klasse an gibt es jedes halbe Jahr einen Beurteilungsbericht mit Noten. Das Elterngespräch findet dann nicht mehr zu einem fixen Zeitpunkt statt. Aber warum braucht es Beurteilungen? Bringen die eigentlich was? Ist das einfach eine Quälerei, die sich die Lehrer und Lehrerinnen für die Kinder ausgedacht haben? Vergleichen wir die Beurteilung in der Schule einmal mit den Levels und Prüfungen in einem Computerspiel. Das Ziel ist beim Gamen genau das gleiche wie in der Schule. Die Spieler, oder eben die Schüler, sollen immer besser werden und immer schwierigere Levels meistern können. Dafür sind die neuen Prüfungen immer ein wenig schwieriger als die auf dem letzten Level. So kommt man immer weiter im Spiel. Und zum Schluss ist man viel besser als am Anfang und hat gar nicht richtig gemerkt, wie das Schritt für Schritt vorwärts gegangen ist. Beurteilungen sollen uns also immer besser machen. Dafür müssen sie so schwer sein, dass wir sie gerade noch schaffen können, wenn wir uns anstrengen. Die Ziele, die es zu erreichen gilt, sind hier im Spiel klar definiert. Das heißt, man übt und lernt nicht irgendetwas, sondern man weiß schon vor dem Lernen, was das Ziel des Lernens ist. In der Schule nennt man das ein Lernziel. Und an beiden Orten kann man auch Bonusziele erreichen. In der Schule heißt das dann erweiterte Lernziele. Wer die erreicht, erhält mehr als eine 5. Okay. Und kannst du auch probieren? Beurteilungen sollen also an Lernzielen orientiert sein und im Prinzip nur feststellen, ob wir das, was wir lernen wollten, auch gelernt haben. Die Beurteilung soll es den Spielern ermöglichen, sich selbst einzuschätzen. Ist man bei dem Besten oder nur nicht Letzter? So merkt man selbst, wie viel man noch trainieren muss. Auch in der Schule trainieren wir. Und da haben wir sogar einen persönlichen Trainer. Damit dieser Trainer, auch Lehrer genannt, die richtigen Trainings planen kann, muss er natürlich wissen, wie gut man das bisherige schon kann und wo er weiter mit einem arbeiten soll. So wie es im Moment aussieht, Beurteilungen in der Schule sind deshalb auch eine Kontrolle für die Lehrperson. Hat er als Trainer seine Spieler dahin gebracht, wo sie sein sollten? Lernkontrollen geben ihm die Hinweise, wer was als nächstes trainieren muss. Bewertungen und Beurteilungen müssen auch nachvollziehbar sein.
In der Wiederholung oder in der Zusammenfassung muss man die Fehler verstehen. Das gilt nicht nur für die Spieler. Es ist klar, dass Sie als Eltern alle Beurteilungen Ihrer Kinder kennen und verstehen sollten. Deshalb müssen die Beurteilungen auch so gemacht werden, dass Sie sie nachvollziehen können. Wenn das nicht so ist, fragen Sie in jedem Fall nach, bis Sie die Beurteilung verstehen. Die Lehrperson ist verpflichtet, die Beurteilungen so zu machen, dass Sie daraus die Fortschritte und die Entwicklung Ihres Kindes nachvollziehen können. Und zwar nicht nur beim Zeugnis, sondern nach jedem Level oder eben jeder Lernkontrolle. Zurück zu unserer Frage vom Anfang. Warum braucht es eigentlich Beurteilungen? Nach dem, was wir jetzt gesehen haben, kann man sagen, dass die Beurteilungen ein wichtiges Element des Lernens sind. Damit die Beurteilungen in der Schule funktionieren, müssen 5 Sachen erfüllt sein. Fördernd sollen sie sein, so dass man weiterkommt. An den Lernzielen orientiert, so dass man weiß, was beurteilt wird. Selbstkritisch, so dass man sich selbst einschätzen kann. Zukunftsgerichtet, so dass die Tests als Grundlage dienen, um das Lernprogramm zu verbessern. Und schließlich transparent, so dass auch die Eltern genau nachvollziehen können, wie die Lernfortschritte sind. Lernkontrollen können also nicht einfach irgendetwas abfragen. Lernkontrollen müssen kontrollieren, ob die Lernziele erreicht wurden. Aber woher kommen diese Lernziele eigentlich? Ein Lernziel beschreibt, was mit dem Lernen erreicht werden soll. Das kann etwas ganz Einfaches sein, wie beispielsweise Schuhe selber binden. Oder es kann etwas ganz Schweres sein, wie zum Beispiel alle Hauptstädte aller Länder der Welt kennen. Die Lernziele werden von der Lehrerin oder vom Lehrer aufgestellt. Aber auch die Lehrerin kann nicht einfach irgendein Lernziel erfinden. Auch sie muss sich an Regeln halten. Damit alle Kinder in allen Schulen das Gleiche lernen, gibt es den Lehrplan. Im Lehrplan ist für alle Fächer aufgeschrieben, was die Kinder lernen müssen. In der 5. und 6. Klasse soll man zum Beispiel im Deutsch Ideen und Gedanken zusammentragen und auswerten. Das ist natürlich sehr allgemein und kann vieles bedeuten. Die Lehrerin legt fest, wie sie die Ziele des Lehrplans erreichen will. Je nachdem legt sie dann ein passendes Lernziel fest, das von den Kindern erreicht werden soll. Ihr Kind kommt mit diesen Lernzielen heim. Lesen Sie die Lernziele. So erfahren Sie, was Ihr Kind in der Schule gerade lernt. Wenn Sie die Lernziele nicht verstehen oder Ihr Kind behauptet, es kenne sie nicht, dann sollten Sie unbedingt mit der Lehrerin oder dem Lehrer reden. Man kann sagen, dass die heutige Schule viel besser darin ist, zu verstehen, was ein Kind kann und was nicht. Früher fielen Kinder einfach durch das Netz, weil man viel zu spät merkte, dass sie Grundsätzliches nicht verstanden hatten. Sie hatten bei den wenigen Proben einfach Glück oder gut auswendig gelernt oder sie spickten. Verschiedene Formen von Beurteilungen beugen dem heute vor. Und gerade die Selbstbeurteilung ist ein wichtiges Element dabei. Mindestens einmal pro Jahr beurteilen sich die Kinder auch selbst. Sie üben, sich aufgrund der definierten Lernziele selbst einzuschätzen. Es kann ein einmaliges Gespräch sein oder jede Woche passieren. Manchmal hilft auch ein Fragebogen dabei, dass man nichts vergisst. Wann diese Selbstbeurteilung gemacht wird, kann die Lehrerin oder der Lehrer entscheiden.
Regelmäßige Bewegung ist eine der Grundvoraussetzungen für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit Ihres Kindes. Gerade wenn die Schule anspruchsvoller wird und die Kinder geistig mehr leisten müssen, darf die Bewegung auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Stunde jeden Tag. So viel Bewegung braucht ein Kind, um in der Schule leistungsfähig zu bleiben. Schulsport und Toben mit den Kameraden ist da genau richtig. In Bern gibt es auch viele Sportvereine, die für alle möglichen Sportarten Kinderkurse anbieten. Noch besser ist es, wenn die Schule die Bewegung auch in den Unterricht integriert. Eine kurze Pause mit Jonglieren macht den Kopf bereit fürs Rechnen und Schreiben. Genauso wie jedes Kind in der Lage ist, einen Sport zu betreiben, kann auch jedes Kind ein Instrument spielen. Die Stadt Bern unterstützt alle, die Musik machen wollen. Und die Musikschule Konservatorium Bern ist für alle offen und nicht nur für angehende Konzertpianisten. Das Konservatorium ist nichts anderes als eine Musikschule mit einer langen Tradition. Und die Musikschule Konservatorium Bern gibt es seit mehr als 150 Jahren, hat im Laufe ihrer Geschichte verschiedene Phasen durchlaufen und war auch sicher eine Zeit lang eine Ausbildungsstätte für Begabte. Heute ist es eine Musikschule für alle. Wir haben auch Talentförderung, wir widmen uns auch Begabungen, aber es ist offen für alle und es kommen auch, Gott sei Dank, Kinder aus allen Schichten, aus allen Milieus zu uns. Und wir freuen uns auch darüber, dass wir ein offenes Haus sind, auch stilistisch offen sind. Jazz, Pop, Rock ist genauso zu Hause wie Klassik. Und entsprechend hat sich das Konservatorium gewandelt in diesen 150 Jahren. Fächerkanon, der über 50 Instrumente umfasst. Es wird auf allen Begabungsstufen unterrichtet und es gibt erstmal keinen Grund, es nicht zu tun. Wir haben zweimal jährlich den Tag der offenen Tür. Im November ist er in der Kramgasse und im Mai traditionell in Bümplitz, und da werden alle unsere Instrumente vorgestellt. Es gibt wirklich alle 50 Instrumente werden präsentiert und hinterher können alle Kinder ausprobieren und können vorbeigehen und wirklich schauen, funktioniert das, macht das Spaß, sind da Lehrpersonen, mit denen ich das vielleicht machen könnte. Und anschließend gibt es dann Beratungsgespräche, sodass jedes Kind das lernen kann, was es lernen möchte. Wir sind da sehr bemüht, die Kinder in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. Das Schönste ist, wenn Eltern mit ihren Kindern singen, finde ich, weil Singen ist die Grundlage allen Musizierens. Und das Singen ist auch eine wunderbare Vorbereitung für jeden Instrumentalunterricht. Später ist die Begleitung sehr einfach. Es genügt wirklich, sich auf das Sofa zu setzen oder dabei zu sein, ein Buch zu lesen für die 20 Minuten, die vielleicht Sohn oder Tochter dann das Instrument üben. Und schon fühlt sich das Kind beachtet und ist entsprechend mit Liebe dabei. Thank you.
Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist sehr gut. Wir haben die Zusammenarbeit intensiviert auch in den letzten Jahren und haben neu auch eine Stiftung gegründet über das Konservatorium, die Stiftung Jeki Bern, die sich speziell auch der Zusammenarbeit mit den Schulen widmet. Es gibt mittlerweile über 20 Singklassen, die wir in den Schulen betreiben, in den Primarschulen betreiben. Und es gibt auch an ausgewählten Schulen, vor allem auch im Berner Westen, das Angebot mit instrumentalem Kleingruppenunterricht in den Schulen zu starten. Und das wird in den nächsten Jahren zunehmen, dieses Angebot. Wir wollen damit gerade auch Kinder erreichen aus Familien, die bisher das Konservatorium nicht besucht haben. Ferieninsel. So heißt das Angebot der Stadt Bern für die Betreuung von Schulkindern während der Ferien. Die Kinder können hier eine ganze Woche oder einzelne Tage verbringen. Ferieninseln gibt es in den Frühlings-, Sommer- und Herbstferien. Auch in der Sportwoche gibt es ein Angebot. Je nach Wetter und Jahreszeit werden ganz verschiedene Sachen gemacht. Basteln, spielen, essen oder einfach etwas rumhängen. Die Ferieninseln sind für Kinder bis 12 Jahre. Jeden Tag von 8 Uhr bis 17.30 Uhr. Je älter das Kind wird, desto wichtiger werden die Hausaufgaben für den schulischen Erfolg. Wer keine oder schlecht Hausaufgaben macht, wird keinen Erfolg in der Schule haben. Wer gut organisiert ist, sie regelmäßig und sorgfältig macht, findet Hausaufgaben nicht schlimm. Leider können das nicht alle Kinder. Darum gehören die Hausaufgaben zu den Dingen, bei denen es zwischen Eltern und Kindern immer wieder zum Streit kommt. Die Situation ist nicht einfach. Zu ihren Aufgaben als Eltern gehört es, dafür zu sorgen, dass die Hausaufgaben erledigt werden. Gleichzeitig sollten sie sich möglichst wenig einmischen. Eine schwierige Aufgabe, die es zu meistern gilt. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind regelmäßig und konzentriert seine Aufgaben macht. Dafür ist ein ruhiger Raum ohne störende Nebengeräusche mit einem Arbeitsplatz nötig. Am besten legen Sie mit dem Kind zusammen fest, wann die Hausaufgaben gemacht werden. Diskutieren Sie nicht jeden Tag von Neuem darüber. Finden Sie eine Lösung, wie einen Stundenplan. Hier stehen nicht nur die Schulzeiten drin, sondern auch die Hausaufgabenzeiten. In der Mittelstufe gibt es nicht mehr nur Hausaufgaben, die am nächsten Tag erledigt sein müssen. Manchmal hat man eine ganze Woche Zeit, etwas zu erledigen. Helfen Sie als Eltern am Anfang noch mit, die Aufgaben so zu planen, dass nicht alles am Tag vor dem Abgabetermin gemacht werden muss. Die Lehrkräfte achten darauf, dass sie Aufgaben geben, die interessant sind und ihr Kind herausfordern. Die besten Aufgaben sind die, bei denen man etwas Schwieriges lösen muss, von dem man nicht ganz sicher ist, ob man es wirklich kann. Kürzere, anspruchsvollere Aufgaben sind gut. Lange, immer gleiche Übungen machen keinen Sinn. Wenn Sie Fragen zu den Hausaufgaben haben, melden Sie sich sofort bei der Lehrerin oder dem Lehrer. Warten Sie nicht bis zum Elternabend oder dem Elterngespräch. Fangen Sie auf keinen Fall an, zusammen mit dem Kind über die Aufgaben oder die Schule zu lästern. Das hilft wirklich niemandem.
Stehen Sie bereit, wenn das Kind etwas nicht versteht oder eine Frage hat. Aber mischen Sie sich nicht ein. Die Hausaufgaben müssen vom Kind allein gelöst werden. Wenn Sie anfangen, bei den Hausaufgaben zu helfen und dabei zu sitzen, wird es schnell sehr mühsam. Ihre Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Hausaufgaben sorgfältig gemacht werden. Dafür reicht es, wenn Sie sich orientieren, was zu tun ist und gelegentlich kontrollieren, wie es vorangeht. Helfen Sie nur, wenn das Kind das ausdrücklich wünscht, und dann lösen Sie die Aufgaben nicht selbst. Wenn Sie sich einmischen, lernt Ihr Kind weniger und schlechter. Unterstützen Sie Ihr Kind. Zeigen Sie ihm, dass Sie an seinem Erfolg in der Schule interessiert sind und deshalb auch an seinen Hausaufgaben. Wenn die Aufgaben zu einem Problem werden, sprechen Sie auf jeden Fall mit der Lehrperson. Alleine können Sie das Problem nicht lösen und die Lehrerin oder der Lehrer sind Profis darin. Wenn alles zu viel wird und es einfach nicht klappen will, oder wenn Sie berufstätig sind und oft keine Zeit haben, die Hausaufgaben zu begleiten, besprechen Sie auch das möglichst schnell mit der Lehrperson. Vielleicht entscheiden Sie sich dann gemeinsam für eine Hausaufgabenhilfe. In kleinen Gruppen können die Kinder hier unter Aufsicht ein- oder zweimal pro Woche die Hausaufgaben erledigen. Die Helferin verhält sich hier so wie Sie als Eltern. Sie kontrolliert, dass die Aufgaben konzentriert gemacht werden, erklärt aber möglichst wenig und macht sie schon gar nicht selbst. Die Aufgabenhilfe ist eben kein Nachhilfeunterricht. Die Aufgabenhilfe wird nicht von der Schule angeboten, sondern vom gemeinnützigen Verein der Stadt Bern. Der Übertritt von der Primarstufe in die Sekundarstufe 1 kommt langsam näher. Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Das Übertrittsverfahren von der Primar- in die Sekundarstufe 1, von der 6. in die 7. Klasse. Bisher gingen alle Kinder gemeinsam in die gleiche Klasse. Vom Besten bis zum Schwächsten. Nun werden sie ihren Stärken entsprechend in verschiedene Klassen eingeteilt. Diese Einteilung ist sinnvoll, weil sie dann so gefördert werden können, wie es ihren Fähigkeiten entspricht. Schwächere sind nicht hoffnungslos überfordert, gute müssen sich nicht langweilen. Natürlich möchten alle zu den Besseren gehören oder wenigstens bei diesen eingeteilt werden. Das wäre aber nicht nur ungerecht, sondern auch nicht sinnvoll. Damit die Einteilung sinnvoll gemacht werden kann und den Fähigkeiten des Kindes entspricht, guckt die Klassenlehrerin nicht nur auf die Noten in den Lernkontrollen. Sie muss auch abschätzen, ob das Kind die Anforderungen in den nächsten 3 Jahren bewältigen kann. Wenn also ein Kind besonders für den Übertritt übt und dabei schon an seine Belastungsgrenze stößt, ist es eher unwahrscheinlich, dass es diese Belastung während den folgenden 3 Jahren durchhalten könnte. Es würde dann wohl nach einem halben oder einem ganzen Jahr wieder zurückfallen. Schullaufbahnentscheide sind in der heutigen Schule viel häufiger als noch vor 20, 30 Jahren. Damals gab es den einen Entscheid, ob Primar- oder Sekundarschule. Heute gibt es auf der Sekundarstufe 1 zum Ende eines jeden Semesters einen solchen Entscheid. In der 5. und 6. Klasse wird das Verhalten und die Leistung der Kinder besonders beobachtet. Aufgrund dieser Beobachtungen ermittelt die Klassenlehrkraft in der Mitte des 6. Schuljahrs, auf welchem Niveau der Schüler oder die Schülerin auf der Sekundarstufe 1 unterrichtet werden soll.
Dabei zählt nicht nur die Sachkompetenz, also wie gut das Kind das Fach beherrscht, sondern auch das Arbeitsverhalten. Als Eltern können Sie selbst beobachten und einschätzen, welche Anforderungen für Ihr Kind die richtigen sind. Überlegen Sie: Lernt Ihr Kind gerne? Kann es sich gut konzentrieren? Hat es eine gewisse Ausdauer? Kann es auch lange an etwas arbeiten? Begreift Ihr Kind schnell, worum es bei einer Aufgabe geht? Überlegt Ihr Kind gut, wie es an eine Aufgabe herangeht? Mutet sich Ihr Kind auch schwierigere Aufgaben zu? Arbeitet Ihr Kind selbstständig? Arbeitet es sorgfältig? Erledigt es die Hausaufgaben, ohne dass Sie etwas sagen müssen? Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können Sie von sich aus behaupten, dass Ihr Kind für die Sekundarschule geeignet wäre. Und das sollen Sie auch tun. Zum Übertritt ist nämlich Ihre Meinung genauso gefragt wie die des Kindes und die der Klassenlehrkraft. Bis Ende Januar des 6. Schuljahres erhalten Sie den Übertrittsbericht und das Übertrittsprotokoll zur Stellungnahme. Darin sind die Zuweisungsempfehlung des Lehrers oder der Lehrerin, Ihre Einschätzung und die des Kindes festgehalten. Dann folgt das Übertrittsgespräch. Mit dabei sind die Klassenlehrerin, die Eltern und die Schülerin. Das Ziel des Gesprächs ist es, einen gemeinsamen Zuweisungsantrag zu formulieren. Meistens werden sich bei diesem Gespräch alle einig. Merci, dass Sie kommen. Wir treffen uns heute für den Übertritt von Alex Lebes. Wenn es nicht möglich ist, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, kann das Kind an einer Kontrollprüfung teilnehmen. Dieser freiwillige Test ist kantonal einheitlich. Das Testergebnis liefert die Entscheidung für die Zuweisung, wenn sich Lehrperson und Eltern nicht einigen können. In der Schule setzen wir den Computer vor allem als Werkzeug ein. Es ist ein Werkzeug wie ein Taschenrechner oder ein Bleistift. Auch zu Hause kann der Computer zum Lernen genutzt werden. Sei es für Übungen im Rechnen oder um etwas zu einem Thema herauszufinden. Da ist natürlich das Internet nicht fern und damit auch einige Gefahren. Ein ganz wichtiger Teil ist eben auch, sich auseinander. Es ist wichtig, sich mit dem Computer und dem Internet zu befassen. Es gibt viele Inhalte, die sinnvoll sind, aber natürlich auch solche, die mit Vorsicht konsumiert werden sollten. Welche sind zielorientiert und welche sind vielleicht eher ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen. Wir zeigen den Schülerinnen und Schülern, wie man im Internet surft. Das ist Teil des pädagogischen Konzepts von der 1. bis zur 9. Klasse. Aber auch zu Hause muss der Umgang mit dem Internet gelernt werden. Als Eltern ist es unsere Aufgabe, das zusammen mit unseren Kindern zu tun. Auch wenn das Kind vielleicht den Computer schneller bedienen kann als wir selbst. Also wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind besser... Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind am Computer schneller unterwegs ist als Sie, dann sollten Sie nicht daraus schließen, dass es auch das Internet richtig nutzen kann. Bloß weil das Kind die Maus gut und schnell bedienen kann, sollten Sie nicht daraus schließen, dass es auch die nötige Medienkompetenz besitzt. Und das vermittelt auch vermeintliche Sicherheit, dass mein Kind gut unterwegs ist. Medienkompetenz setzt sich aus drei Ebenen zusammen. Die erste ist die Hardware, zum Beispiel die Bedienung mit der Maus.
Dann ist es aber auch die Software. Die zweite Ebene ist die Software. Verstehe ich, was ich herunterlade und installiere? Woher kommt die Software? Kaufe ich sie oder lade ich sie gratis herunter? Die dritte Ebene ist die eigentliche Information. Wie gehe ich mit der Information aus dem Internet um? Wie bewerte ich sie? Diese drei Ebenen zusammen ergeben die Medienkompetenz. Ist die eigentliche Medienkompetenz. Diese Kompetenz kommt natürlich nicht von alleine. Da müssen wir als Eltern unseren Teil beitragen, bevor sich das Kind in die große Weite des Internets aufmacht. Also wichtig ist, wenn wichtig ist, dass das Kind ein Grundwissen hat, bevor es ins Internet geht. Es ist wie wenn das Kind das erste Mal auf die Straße geht. Bevor das Kind alleine auf die Straße kann, lehrt man ihm auch die wichtigsten Sachen und stellt es nicht einfach auf die Straße. Das gilt im Internet auch. Im Internet ist es genau das Gleiche. Zuerst muss man ihm die wichtigsten Sachen beibringen. Erst wenn das sitzt, kann man Regeln aufstellen, wie sich das Kind im Netz verhalten soll. Dann kann man auch auf die Regeln zurückkommen, wenn sie nicht eingehalten wurden. Unter Umständen kommt Ihr Kind schon sehr früh mit dem Wunsch, bei einer Community-Plattform mitzumachen. Wichtig ist, dass man sich bei der Plattform informiert, ab welchem Alter man da überhaupt mitmachen darf. Ab welchem Alter ist es überhaupt zulässig? Wenn das Kind genug alt ist, kann man mit ihm zusammen die Anmeldung machen und alle Sicherheitseinstellungen genau einstellen und mit dem Kind besprechen. Öffentlich, privat, genauestens einstellen. Wir tun das miteinander besprechen. Und selbstverständlich sollten Sie als Eltern auch auf der Freundesliste sein. Auf deiner Freundesliste. Es ist ein soziales Umfeld, das heisst, dort kann man eigentlich auch als Eltern sagen, es ist absolut zumutbar, dass ich ein Teil bin von dieser Freundesliste. Wenn ein Kind zum Beispiel jetzt noch nicht das Alter erreicht hat, wo es... Wenn das Kind noch nicht alt genug ist, um legal mitmachen zu können, ist es wichtig, dass man guckt, woher der Druck kommt zum Mitmachen. Unbedingt auf die Community-Plattform, oder? Ist es irgendwie ein Druck, der in der Schule aufgesetzt wird, also von Gespöndli und so weiter? Das versuche ich zu thematisieren. Und wenn's immer noch unter Umständen ist die beste Lösung dann, einen Familienaccount zu eröffnen, den sie gemeinsam pflegen. Bewirtschaftet den gemeinsam. Grundsätzlich ist Internet eine gute Sache. Es gibt extrem viele Inhalte, von denen Schülerinnen und Schüler profitieren können, auch für die Schule. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo Vorsicht geboten ist. Man muss vorsichtig sein.